Das sind ja keine Zelte mehr. Ist das hier auch ein Industriegebäude? Ach, siehst du eins? Hier unten stehen auf jeden Fall. Ja, unten ist eine Tankstelle. Ja, nur dummerweise gibt es bei Tankstellen keine Kanister. Aber ich geh mal schnell reingucken. Wo oh, steht da ein Motor? Ja, vielleicht mit einem richtigen Blickwinkel kann ich von Weitem reingucken. Warte mal. Ich gleich drinne. Okay, das ist ein Tank. Metallreifentank. Ein Kanister. Und hier drüben ist alles, ist doch Industriegebiet. Ja, da hinten ist gleich so Tech-Gebäude her, also, ja. Da finden wir mit Sicherheit was. Wenn bis dahin die Karre noch da ist. Sind wir noch? Wo bist denn du? Wo bist denn du hin? Ich bin noch in dem Wald. Auch. Na, lauf einfach weiter. Ich bin schon weiter gerannt. Ja, schaff dich. Ach da. Genau in der Baum. Hier oben ist eine. Ach, wir sind doch jetzt kurz vor Tscherno. Ja. Wenn du jetzt weiterläufst, warte mal kurz. Bei mir stehst du wieder auf der Stelle. Ich stehe genau neben dir. Bist du schon wieder weitergelaufen, oder? Ja. Scheiße. Ich sehe dich aber nicht. Geht jetzt eigentlich, wenn ich dir etwas klaue? Jetzt bist du weg. Jetzt hier vorne. Ich laufe einfach weiter. Ja, ich hab das schon wieder. Du bleibst halt bei mir manchmal stehen. Also hier vorne das große Gebäude. Da können wir schon Glück haben. Welches große Gebäude? Da wollen wir gerade drauf zulaufen. Das ist rechts von uns. Ja, das ist schon, ich hab schon, denk schon, was du meinst. Bei mir ist aber gerade ein Baum davor. Ich denk schon, was du meinst. Ich denk, ich weiß, was du meinst, wollte ich sagen. Bist du nicht oder hier? Hinter dir. Da. Ich glaube, ich werde langsam richtig krank, ey. Ich habe langsam Halsschmerzen. So geht es bei mir eigentlich immer los mit Halsschmerzen. So kenne ich. Ich finde, weil hier links ist noch ein größeres Industriegelände, deswegen. Wollen wir das? Na gut, okay, wir machen es mal. Mal gucken, hier vorne kommt der Industrial Place. Aber in das Gebäude kannst du doch gar nicht rein hier. Nee, das große nicht. Du meinst die Kleinen davor, oder was? Ich weiß nicht, das sah für mich aus wie Industriegelände hier. Davor sind so kleine Hütten, glaube ich. Aber wenn mich nicht alles täuscht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die Zombies ja ziemlich angriffslustig. Kommen wir hier auch langsam wieder ins Krisengebiet. Mhm.
Wir haben noch Masse Spieler auf dem Server, also hier ist der Spieler dicht daher. Hier unten. Da gibt es ein so ein Gebäude, warte mal, ich guck mal hin. Drüben ist noch so ein Gebäude. Leere Dosen. Nicht. Aber je weiter wir an die Stadt rankommen, umso schlimmer werden die Lags. Also ich glaube, hier im Kampf bin ich dazu gebrochen. Scheiß Tür ist nicht auf. Oder war das? Doch jetzt. Boah. Nichts. Boah, ich weiß nicht, ob wir jetzt weiter noch nach Tscherno rein sollen. Ich hab so ein bisschen Angst. Ja, ich hab auch Angst. Wenn du auf P drückst, siehst du ja, wie viele Spieler hier noch sind. Jetzt mal meine FPS auf 2 bis 3 FPS vielleicht. Zombie kommt. Ich sag doch, die sind ja ziemlich angriffslustig. Keine. Mach du da. Nun gut, nun gut. Ich will nicht nach Tscherno. Aber wenn, dann will ich wieder rüber an den Wald gehen, oder? Sagst du? Bitte? Wollen wir wieder rüber an den Wald gehen, oder? Ja, ist besser. Dauert zwar mal alles etwas länger, aber ist deutlich gesünder. Sagen wir mal so. Und das Problem ist ja, dass hier hundertprozentig auch irgendwo bestimmt Scharfschützen lauern. Mit Sicherheit. Wobei mir doch nur ein paar einsame Urlauber sind, die liegen geblieben sind und Sprit brauchen. Genau. So jemand sind wir. Ja, bin wieder drüben drin. Scheiße, du läufst wieder auf der Stelle. Nee, ich komme auf dich zu. Kannst weiterlaufen. Auf jeden Fall richtig schönes Industriegebiet. Hier hinten sind da die Hochhäuser. Mein Problem ist jetzt, wie machen wir's? Also da hinten ist so eine Halle. Das sind sogar zwei Hallen. Mich interessiert ja eigentlich nur das Industriegebiet. Die waren übelst interessant. Also die lange weiße Halle, siehst du die? Rosa. Lagerhalle.
Was machen wir und wie machen wir's? Also was, wir besorgen uns jetzt einen Kanister und wie? Wir versuchen uns nicht dämlich anzustellen. Ich will mich auch nicht dämlich anstellen, weil die Waffe ist geil. Weil wir, ich fühle mich angesprochen, weil wir beide gemeint sind. Okay, komm, was machen wir? Gehen wir zu der Halle oder wo würdest du hingehen? Das sind alles für mich jetzt gerade interessante Gebäude, wenn man kann das versuchen, würde ich sagen. Dann? Aber wegen Zombies muss man mal gucken, wie du mit deiner PDW auskommst, mit der Munition. Ansonsten haben wir nur noch laute Waffen. So. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Oh shit. Auf rechts. Fertig, oder? Nee, nee, hab ich nicht. Sah nur so aus. Ich denke mal, das Industriegebiet wird auch das Gebiet sein, wo nicht unbedingt, nicht unbedingt die Spieler rumrennen. Sei denn, die suchen was. Guck mal ganz kurz in die Hütte her. In dem grünen Haus dann drüben, ja. Hey, da gibt's schon ein Brecheisen. Musst du sie im grünen Haus oder? Ich komm dahin. Wo denn? Finisher.
Boah, hinter mir tangelt gerade ein Zombie vorbei, Alter. Ach, da bist du. Scheiße, Alter. Ich glaube nicht, dass wir das vor dem Blickfeld von dem crouchenden Zombie da vorne schaffen. Wird eng. Okay. So, in den Bahnhof reingucken? Gibt's da Gebäude? Nee, ne? Hä? Gibt's da Gebäude? Begehbare? Ja, der Bahnhof ist begehbar. Also, du bist hier vorne in dieses Weise, oder? Oder so. Ja, am Bahnhof hat man keinen Kanister finden. Oh, fuck, jetzt crouch genau ein Zombie auf mich zu. Oh ja. Gesundheit. Dankeschön. Oh! Was machst du denn? Nicht der Welt zeigen. Man sieht aber auch in kein Blickfeld aus. Was in dieser... Egal. Bist du noch da? Ah. Hinter dir. Haben's gleich geschafft. Wenn man da nicht findet, schwamm. Der Halle, dann ist da noch so ein Tech-Gebäude und weiter drüben ist noch so ein großes Tech-Gebäude. Ja, man kann ja auch Pech haben, ne? Weiß nicht, wie fern jetzt, ein kleiner Zombie. Würde mich freuen, wenn er da reingehen würde. Nein. Nein, da kommt noch einer rausgecrouched, pass auf. Oh Mann. Da hinten kommt wieder so ein Bürokraten-Zombie.